Traurige Nachrichten erschüttern die deutsche Medienwelt. Falco Ochsenknecht, bekannt als Ole Peters aus Berlin, Tag und Nacht, ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Die schockierende Nachricht wurde von seiner Partnerin auf ihrem gemeinsamen TikTok-Account veröffentlicht. Hey ihr Lieben, leider müssen wir euch mitteilen, dass unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen ist. Sie bat darum, keine Gerüchte zu verbreiten und Falco seinen Frieden zu lassen. Falcos bester Freund André äußerte sich gegenüber RTL und berichtete, dass er noch am Freitag mit Falco gesprochen habe, aber am Wochenende nichts mehr von ihm gehört habe. Am Montag wurde Falco von seiner Reinigungskraft und der Polizei leblos in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Die Wohnung war von innen verschlossen, und die Reinigungskraft alarmierte die Polizei, als sie die Hunde in der Wohnung hörte. Die Polizei bestätigte den Einsatz und berichtete, dass ein Todesermittlungsverfahren läuft. Falco starb an Herzversagen. Auf seinem letzten Instagram-Post im Dezember bekundete er noch seine Trauer um seinen verstorbenen Co-Star Fernando de la Vega. Fans kommentieren schockiert. Das Bild bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung. RIP Falco und jetzt seid ihr wieder im Himmel vereint.